liebe Mallorca-Freunde. Wir sind heute wieder ins IJ an der Ostküste von Mallorca. Nicht wundern, dass die Untertitel auf Englisch sind, weil das ist eine englisch-touristisch frequentierte Ecke. Wir wollen einen Top 10 auf Mallorca machen, weil wir auch schon gefragt wurden auf dem Kanal, was unsere Lieblingsplätze sind. Das kommt dann jetzt so nach und nach. Ja, bewertet gerne, schreibt in die Kommentare, schreibt, wie es euch gefallen hat. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Untergang. Ich meine, wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Rundgang. Bin schon total durch von vielen Filmen. Das ist das IJ, das Inselchen, was ihr gerade gesehen habt, nachdem der Ort benannt ist. Und jetzt starten wir unseren heutigen Spaziergang. Kommt mit und viel Spaß dabei. Ja, liebe Mallorca-Freunde oder solche, die es werden wollen, heute wieder aus IJ und zwar dem Ortsteil Cala Morlanda an der Cala Moreia. Das ist die Bucht, wo wir gerade waren. Die kleine Cala Morlanda liegt jetzt noch weiter in die Richtung. Da gehen wir heute nicht hin, das ist ein Extra-Film, den wir bereits auf dem Kanal haben. Heute aus IJ. Von der Ostküste Mallorcas, für die, die nicht wissen, wo wir hier gerade sind. Das ist ganz in der Nähe von dem bekannten Cala Mior, etwas südlich und gehört hier zum Feriengebiet Cala Mior, IJ, aus dem Mallorquinischen übersetzt das Eiland. Ja, das ist benannt nach einem kleinen Steinfelsen, der vorgelagert ist. Ein touristischer Ort hier, das ist der ältere Teil. Cala Morlanda wird abgegrenzt durch eine Brücke und durch einen kleinen Fluss, den Torrente Can Amer. Jetzt sind wir wieder an der Cala Moreia, an dem quasi Stadtstrand.
wo man herrlich schwimmen kann mit einem schönen Ausblick auf dieses wunderbare Naturschutzgebiet Punta del Amer. Und hinter dem Naturschutzgebiet liegt dann Cala Mayor. Ja, eine wunderbare Abendstimmung. Hier kann man nicht nur baden und chillen und genießen. Hier kann man auch Kultur bewundern. Es gibt eine Talayot-Anlage, eine historische Anlage. Darüber habe ich schon mehr auf dem Kanal. Das lohnt sich auch. Das ist in dem Ortsteil da drüben, in dem moderneren Teil, hinter der Brücke. Da gehen wir jetzt hin und da warten ein, zwei kleine Überraschungen auf euch. Das hier ist auch sehr englisch-touristisch geprägt. Here we go, one, two, three, now.